Der Start für die Bergdorf-EM 2012 war eine Traktorenparade unter dem Motto Kleinau im Wandel der Zeit. Die Themen der geschmückten Oldtimer-Traktoren lehnten sich an die wichtigsten Ressourcen der Region Kleinau-Wagrain an. Handwerk und Landwirtschaft sind das. Und natürlich marschierten auch die Vereine mit und prägten damit das bunte Bild der Region. Jagd, Gastgewerbe und die berühmteste Skiathletin aus Kleinau, Annemarie Moser-Bröll, komplettierten den Umzug. Dann kamen die eigentlichen Stars, die Spieler der Bergdorf-EM. Damit ein herzliches Willkommen in Kleinau. Die Bergdorf-EM will in diesem Sinne mit Ihnen allen zusammen Berge versetzen und eine tolle Fußballgeschichte für alle schreiben. Ich wünsche euch schöne Tage, tolle Spiele und vor allem auch ein gutes Wetter. Und das mit dem Wetter konnte nur besser werden. Doch der Regen tat der Stimmung keinen Abbruch. Monatelang hatte die Trachtenmusikkapelle Kleinau ihre Eröffnungsshow geprobt. Ein fulminanter Auftakt, dem verrücktesten Fußballturnier der Alpen angepasst. Und dann war da noch das Eröffnungsspiel. FC Kleinau gegen Italien. Das Gastbergdorf gewann 0:5.